Es ist Wahlkampf. Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek kommt, wie es sich gehört, mit dem Rad zum Wiener Karmelitermarkt, eine grüne Hochburg. Sind Grün und Pink also auf Kuschelkurs? Bei der grünen Chefin klingt der Ton schon etwas schärfer. Gerade jetzt die Frage zum Beispiel Freihandelsabkommen, da trennen uns Welten. Da tanzt das neoliberale Projekt um das goldene Kalb freier Handel um jeden Preis. Und bei uns geht es um fairen Handel und vor allem auch um Transparenz. Also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade in so einem Wahlkampf, damit es kein böses Erwachen am Tag danach gibt, auch sehr deutlich zu machen, wo die Unterschiede liegen. Franziska Keller, Spitzname SK, verstärkt die grüne Wahlkampftruppe am Karmelitermarkt. Sie ist europäische Spitzenkandidatin. Nicht So ein buntes Sortiment ist von der eigenen Landwirtschaft. Ja, ich bin ja europäische Spitzenkandidatin. Das heißt eben auch, ich mache Wahlkampf in ganz Europa. Und dazu gehört eben auch viel Rumreiserei. Also heute Abend nehme ich noch den Zug nach Prag. Darf ich Ihnen eine Tasche mitgeben? Also Ersatz fürs Plastiksack. Einmal Bio-Sonnenblumen. Mhm. Und dann noch eine Wahlempfehlung. Das ist unsere europäische Spitzenkandidatin. Das ist kein Keller. Gutes Einkaufen. Haben Sie die Chefin der europäischen Grünen gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Wissen Sie, wie die heißt? Nein. Wissen Sie, wer die europäische Chefin der Grünen ist? Nein, ich habe es zwar gestern gelesen, aber ich bin ganz weg mit meinen Gedanken. Tut mir leid. Keine Ahnung. Keine Ahnung, die interessieren mich nicht. Ich habe sie nie gewollt, die EU, und sie interessiert mich wenig. Danke. Ska. 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 Skakabauer. Skat. Ich bin Katbauer. Würdet ihr grün wählen? Ja, natürlich. Neos? Nein. Warum nicht? Viel zu neoliberal. Warum? Wirklich jetzt? Eine von Herrn Haselsteiner gesponserte Partei würde ich nie wählen. Bei der EU-Wahl am 25. Mai wird es wohl knapp werden, welche Farbe dominiert. Pink oder grün?